Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ich habe heute Abend nur dumme Frauen kennengelernt. Keine konnte sich an ihre richtige Handynummer erinnern. Nach einer Runde im Geschirrspüler ist die Klobürste wieder wie neu. Noch Kuchen? Der kluge Mensch, so glaub es mir, der redet nicht, der trinkt sein Bier. Möbel zur Selbstmontage gekauft, haben jetzt einen Esstisch mit Spiegel, zwei höhenverstellbare Regale und ein Doppelbett mit Drehtür. Läuft. Praktikum beim ZDF vorläufig beendet. Erfahrungen reichen fürs Erste. Karneval ist absurder, als die zwischen neuen Geschmacksrichtungen und Hundefutter für ein Wesen, welches ohne zu zögern seine eigene Kotze frisst. Das ist eine Zombie-Apokalypse! Da hilft Tee. Was für Tee? Eine Schrotflinte. Langweilst du dich auch so wie mich? Wo bist du? Warte an der Haltestelle auf den Bus. Gut, beeil dich. Alles klar, ich werde jetzt schneller auf den Bus warten. Ich bin um 10 ins Bett gegangen. Grundschule, oh mein Gott, du bist so cool. Unterstufe, oh mein Gott, du Loser. Oberstufe, oh mein Gott, du Glücklicher. Komplettes Konto leergeräumt. Von dem ganzen Geld gehe ich jetzt erstmal schön shoppen. Hach, das wird ein leckeres Eis. Wenn meine Freundin nachts schläft, setze ich ihr eine Stirnlampe auf und morgens frage ich sie dann, wo warst du denn schon wieder unterwegs? Die Angst, dass meine Autokorrektur etwas Perverses ausspuckt, wächst von Tag zu Tag. Ein Paket 250 Gramm Spaghetti für 2 bis 3 Personen. Diese Heidi-Klumisierung in der Lebensmittelindustrie ist einfach grausam. Habe gestern Abend vergessen, das Licht vom Smart abzustellen. Musste heute früh mit meinem Handy Starthilfe geben. Mein Rekord beim 100-Meter-Sprint liegt bei 50 Metern. Es war schon ein weiter Weg vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu Schland, aber wir sind ihn gegangen. Es gibt nichts, was mehr Erotik ausstrahlt, als wenn man gut mit Wörtern und Sprache umgehen tut. Wie ich bereits erwähnte, wiederhole ich mich nie. Manchmal glaube ich nur, du sagst, dass du mich liebst, weil ich dich mit Handschellen ans Heizungsrohr gekettert habe. Die Lokführer streiken, die Piloten streiken. Wenn jetzt noch die Prostituierten streiken, geht in Deutschland in Sachen Verkehr gar nichts mehr. Optimist, das Glas ist halb voll. Pessimist, das Glas ist halb leer. Feminist, das Glas wurde vergewaltigt. Hier, schneiden Sie die Nabelschnur durch. Okay. Halt, das nicht, das ist sein Glückwunsch, Sie haben ein Mädchen. Wie nennt man einen schwulen Franzosen? Franzose. Was machen Araber, wenn sie erwachsen werden? Sie nehmen ihre Windel und wickeln sie sich über den Kopf. Kennst du den Unterschied zwischen gratis und umsonst? Ich ging gratis zur Schule und du umsonst. Zähl mal bis 10, ich brauche ein paar Minuten Ruhe. Von 2 bis 10, das sage ich meiner Mama. Von 12 bis 18, willst du Stress? Von 20 bis 70, sie hören von meinem Anwalt. Von 70 bis 90, das melde ich meinem Pfleger. Und nun eine traurige Nachricht aus der Musikbranche. Justin Bieber wurde heute Morgen nicht tot in seinem Hotel gefunden. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.